Ach so, jetzt haben wir den letzten Tag. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will ihn eine Weile so in Erinnerung behalten. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt. Ach so, Matt. Okay, also wir waren jetzt hier. Das ist bei Matt gewesen. Wir waren jetzt hier, jetzt müssen wir zu Charlie. Ich gehe mal davon aus, er ist hier in der Kneipe oder so. Oder ist er beim Psychiater? Vielleicht ist er schon beim Psychiater. Kann auch sein. So, da ich ja eine Karte vom Psychiater habe, kann es natürlich durchaus sein, dass ich ihn da unterstützen kann. Ja, jetzt ist der fünfte Tag. Um Gottes Willen, die Bienen, die sich so super toll ausdrücken können. Ich will mit den Bienen nicht drehen. Hey, was geht, Charlie? Du siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Tja, wenn wir bestimmt jetzt noch reparieren können. Ich weiß, Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da. Das geht doch ins Ohr, nicht? Bring mich bitte einfach um. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Ach komm schon. Hast du Matt heute schon gesehen? Hast du Matt heute schon gesehen? Nö, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde? Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich. Das wird schon Alter. Wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na, klasse. Schon zu spät. Dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Du hast wohl zu tun. Bis später. So, wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch was reparieren können? Ist aber sicherlich nicht mehr Sinn und Zweck der ganzen Aktion hier, oder? Den Schrotthaufen habe ich schon genug gequält. Irgendwas ist mit dem Handschuh noch, definitiv. Ich will niemanden zum Duell herausfordern. Zumindest nicht im Moment. Merken den Satz, bitte. Ich habe keine Lust, mit den Bienen zu quatschen. Die sind immer so ordinär. Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was ihr hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht. Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Komm schon. Sehe ich wie ein Bulle aus? Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Kannst mir schon glauben, ich bin kein Cop. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen hier? Braucht ihr Hilfe? Dein Kumpel hier ist schon einer von der Stillen. Dein Kumpel hier ist schon einer von der stillen Sorte, hm? Der kleine Scheiße? Der spielt nur eine Rolle. Aber weißt du, ich bin ja mehr so der Party-Typ. Die ganze Schweigerei geht mir ziemlich auf die Eier. Sag was, du kleines, fettes Arschloch. Irgendwas. Siehst du? Der Wichser geht mir so richtig auf den Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Auf komplett heterosexuelle Weise, versteht sich. Ja, verstehe. Was soll ich sagen? Wir respektieren uns gegenseitig. Das ist das Geheimnis, Mann. Ohne Respekt geht in dieser Freundschaft gar nichts. Tja, ihr seid uns allen ein Vorbild, ganz sicher.
Ich hatte in letzter Zeit ja Probleme mit meinem besten Freund. Tja, da erwächst nichts Gutes draus, Mann. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Die muss man ab und zu gießen, sonst vertrocknet sie. Ja, kann mir schon vorstellen, was für eine Pflanze du da meinst. Du hast echt eine versaute Vorstellung. Weiß nicht mal, wie du das gemeint hast. Ist doch völlig egal, wie der... Habt ihr so einen komischen Typen mit Brille und einem grünen Shirt rumlaufen sehen? Nee, da klingelt's nicht. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass mich Typen einen Scheiß interessieren. Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe? Tja, eigentlich nicht. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen hier? Muss ich den Satz echt ausspielen? Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen hier? Geschäfte, Mann. Geschäfte. Ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja, und? Na, nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Arsche. Okay. Snoogans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Ja, zum Schießen. Wir verchecken illegale Captain Red-Masken. Echt? Yeah! Wo habt ihr die denn her? Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Was wollt ihr damit machen? Und? Was wollt ihr damit machen? Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Dieses Jahr ist 35-jähriges scheiß Captain Red-Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch eher am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Alter, scheiß verfickter Captain Red, Mann. Wir verlassen uns auf den Nostalgiefaktor. Glaub mir, es gibt eine Menge Muschis in dieser Stadt, die so einen Scheißteil haben wollen. Wenn du meinst. Alter, wie kann man das Spiel irgendwie auspiepen oder so? Kann ich so eine haben? Eine Maske? Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann, Mann? Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Mann, das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, ha? Huh? Tja, hab noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gib mir doch einfach die erste umsonst. So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Wer zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Tja, ich schau mal eben im Lager nach. Mann, wo zum Geier glaubst du, dass du bist? Walmart oder sowas? Wir haben nur Captain Red-Masken, kapiert? Okay, okay, Walmart. Ist ja gut. Okay, dann lass ich euch mal weitermachen. Man sieht sich. Man sieht sich, Kumpel. Snoogans. Ja, klar. Muss man mal testen. Die mögen Cops nicht besonders. Ich will keinen Ärger mit denen. Aha. Wow. Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Aha, gut. Also wir kommen dort immer noch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, weil das ein nächster Tag ist. Ich frage mich jetzt, warum weiß der Psychiater ständig, dass ich da war? So, letzte Position. Claytons Kneipe. Ob wir Matt dort finden jetzt? Ich bin ja gespannt, wie die Kneipe von drinnen aussieht heute. Beziehungsweise werden wir mal gleich auf den Hinterhof gehen, weil dort war er ja schließlich und hat rumterrorisiert. Okay. Von hier aus kriege ich die nicht auf. Ach, immer noch nicht. Auf jeden Fall ist der alte Herr ebenfalls weg. Also ist die letzte Position, wo wir Matt jetzt finden können. Es ist noch ziemlich früh. Die Bar ist noch zu. Hä? Was ist mit you?
Ja, genau. Es ist noch ziemlich früh. Die Bar ist noch zu. Hä? Willst du mich jetzt kullern? What? Was habe ich denn jetzt? Also Fakt ist, wir brauchen die Luftballons. Ja, wir brauchen die Luftballons, weil mit den Luftballons werde ich wahrscheinlich hochschweben, ja, und in Mads Wohnung einsteigen können. Aber ich habe jetzt nicht hier nichts gefunden, wo ich irgendwas... Jetzt Banane? Nee, wir sind falsch. Wir brauchen so eine Maske. Denke ich jetzt mal. Wir brauchen so eine Maske, um dem Hotdog Heini die Luftballons zu klauen. Also muss uns irgendwas einfallen, wie wir dem Heinis hier vor der Tür so eine Maske abrufen können. Denke ich jetzt, ist jetzt ja jetzt vielleicht so was Einfaches, Logisches. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so schön haben alle. Ich will niemand zum Duell herausfordern. Zumindest nicht im Moment. Spinnst du? Ich hab schon mein Opfer ausgesucht. Ich glaub nicht, dass das jemand will. Lieber nicht. Ich passe. Die Typen wollen Party machen, nicht labern. Nee, das sind meine. Yeah, das ist der richtige Sound. Dreh den Scheiß auf! Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, wir schulden dir jetzt einen Gefallen. Aber wir sind hier nicht irgendwelche schwanzamputierten Pussys, Mann. Wir schulden dir gar nichts. Ich hatte gehofft, ich könnte wenigstens eine von den Captain Red Masken abstauben. Wenn du eine haben willst, musst du dafür betteln. Tja, was schwebt dir denn vor? Boah, Alter, nie, oder? Tja, was schwebt dir denn vor? Mal sehen. Ein Tanzwettbewerb. Du und ich, jo, gegeneinander. Aber sicher traust du dich nicht an jemand von meinem Kaliber ran. Okay, gebongt. Also, kannst du rappen? Zeig, was du drauf hast. Ich meine Double Rhymes und so, Alter. Double was? Steh nicht rum und glotz wie so eine verfickte Crackhure. Mach's Maul auf und friss mein Horn. What? Was? Ich bin Gummi, du bist Kleber. Ich bin Gummi, du bist Kleber? Mach deinen Move, Homeboy, oder geh auf die Knie, egal wie. Friss mein Horn oder du gewinnst nie. Wenn du so weitermachst, kriegen wir keine FSK 12 mehr. Ich glaube, du hast echt tief sitzende Probleme, Alter. Echt tief sitzende Probleme. Das wird jetzt langsam ein bisschen unangenehm. Wenn du so weitermachst, kriegen wir keine FSK 12 mehr. Ich bin wie Gewürze, wie Pfeffer und Salz. Ich ramm dir jetzt gleich meinen Schwanz in den Hals. Alter! Ich
Vielleicht da drüben gibt es einen Psychiater, mit dem solltest du mal reden. Weißt du, was du immer nur das Gleiche sagst, aber mit anderen Wörtern? Weißt du, dass du immer nur das Gleiche sagst, aber mit anderen Worten? Bösen Worten? Hör zu, mein Homie, dein letzter Test. Geh auf die Knie, ich besorg dir den Rest. Oh. Ja. Bin gleich ja da, ja, ist klar. Wie wollen wir denn machen? Welchen, also Nummer 2 oder Nummer 3? Einer von denen muss es sein, um den jetzt so richtig auszulocken, oder? Deine Mutter geht auf die Knie. Wow, 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 wow. Das ist echt unter der Gürtellinie, Alter. Was? Mütter sind No-Go-Area, Mann. Du kannst nicht einfach die Mütter anderer Söhne beleidigen. Ist nicht cool, Mann. Mann, ich dachte doch nur... Ist mir egal, was du dachtest. Was ist nur los mit dir? Leute sind schon für weniger umgelegt worden, weißt du? Hör mal, mir sind keine fetten Reime eingefallen, also dachte ich halt an deine Mutter. Ey, lass das. Jetzt wiederholst du es auch noch. Meine Mutter war eine scheiß Heilige, klar? Okay, klar. Ich glaub's echt nicht. Ich versuch dir das zu verklickern und du tust so, als wäre gar nichts gewesen. Mütter sind unantastbar. Scheiße. Das geht echt nicht, Alter. Aber ich wollte doch nur... mitspielen. Hier, nimm deine scheiß Maske und verpiss dich. Und ich will deinen verdammten Arsch hier nicht mehr sehen, du Schwanzlutscher. Okay. Alles klar, und weg. Ist wohl das Beste. Kann ich mein Radio mitnehmen? Ich nehme denen nicht ihr einziges Vergnügen weg. Ich denke, das ist dein Radio. So, Abmarsch. Er redet. Das ist Benny. Nummer 3, nimm Nummer 3. War das Schlimmste überhaupt, oder? So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, ob der Gedanke okay war. Ja, der Text. Hat das Spiel jetzt seinen Höhepunkt erreicht oder kommt da noch mehr? Also von der Wortwahl. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt verstecken muss. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Aha. Okay. Ich will bloß nicht neben ihm stehen und den blöden Spruch kriegen. Warum sollte ich die hier auf... Warum sollte ich die hier aufsetzen? Na, weil ich den blöden Luftballon haben will, Alter. Warum sollte ich die hier auf... Es gibt keinen Grund. Warte mal. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Eine Captain Red Maske. Warum nimmt... Der nimmt die nicht raus. Warum nimmt der die nicht raus aus dem Inventar? Eine Captain Red Maske. Jetzt klickt das ja nicht mehr an. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Warum verkaufst du jetzt Luftballons? Tja, nachdem meine Gastro-Lizenz einkassiert wurde, habe ich erstmal intensiv recherchiert. Und nach langem Hin und Her... Komm zur Sache. Wollte nicht deine Lebensgeschichte hören. Okay. Siehst du den Hosenscheißer da drüben? Schwer zu übersehen, das Riesenbaby. Tja, der steht unheimlich auf Luftballons und hat immer Kohl. Ich muss nur in seiner Nähe bleiben. Und kann mir die Uni für meine Kinder leisten. Was macht er mit den Ballons? Frisst er die? Nicht ganz. Verstehe. Beziehungsweise ganz und gar nicht. Bist du blind oder was? Ich glaube, das ganze Helium schlägt dir aufs Gehirn. Wie bitte? Ja, nichts. Ich hab's eilig. Bis dann. Müssen wir ihn jetzt überfallen oder ihn überfallen? Wer von denen kriegen wir jetzt Geld? Jetzt nimmt er die Maske ja nicht mehr.
Vergiss es. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sache mit den Knarren. Jetzt sitzt ja die Maske nicht mehr auf. Ach, ich glaube, ich weiß was. Also, keine Ahnung, ob ich es weiß, ist jetzt ein Gedanke. Müssen wir alle rückgängig machen? Müssen wir mit der Maske eventuell die Zeitung holen? Keine gute Idee. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt. Kann die Maske nicht mehr aufsetzen. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Aha. Okay. Also hat sich aufgehangen gehabt, das Spiel. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass wir eventuell die Zeitschrift wiederholen müssen. Oder muss ich bei Mel eventuell rein? Muss ich bei ihm was klauen? Warum sollte ich die hier aufsetzen? Okay. Also ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas, also in dem Laden noch irgendwas ist, was wir brauchen. Sollte ich es überhaupt aufsetzen? Bei Charlie mit drin? In den Laden? Ist ja schon 7 Leute. Ah, verdammt. Eigentlich hatte ich gedacht, wir kriegen das Spiel gebacken, aber. Sieht nicht so aus, meine Lieben. Vielleicht brauchst du einen ruhigen Ort für die Maske, kann sein. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Ich bin der Meinung, dass die Zeitschrift hier wieder her muss, damit der aufhört zu planen. Ach, jetzt all klar. So käme ich sicher hier rein, aber ich muss erstmal Matt finden. Aha. Ja, wo ist Matt? Ah. Leute, tut mir echt leid, aber wir müssen zum Schluss kommen. Melin, du mach mal jetzt in Ruhe, bitte. Keine Panik. Okay. Also, klar ist, wir müssen Matt finden. Wir müssen irgendwie in die Wohnung oben rein. Ja? Also, wir brauchen die Luftballons. Wir müssen oben in die Wohnung von Matt. Höchstwahrscheinlich ist Matt in seiner Wohnung. Wir müssen mit der Maske höchstwahrscheinlich beim Psychiater rein. Ja? Und noch jede Menge anderes.